des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die 9 Dienstage zur heiligen Martha. O heilige Martha, du Wunderbare, ich nehme Zuflucht zu deiner Hilfe, mich ganz auf dich verlassend, dass du mir in meinen Nöten helfen und in meinen Prüfungen beistehen wirst. Zum Dank verspreche ich dir, dies Gebet überall zu verbreiten. Tröste mich in meinen Sorgen und Schwierigkeiten. Flehe demütig. Bei der großen Freude, welche dein Herz erfüllte, als du in deinem Heim in Bethania den Heiland der Welt beherbergtest, flehe ich, fürbitte für mich und meine Familie. Dass wir unseren Gott in unseren Herzen bewahren und also das Heilmittel unserer Bedürftigkeit zu erlangen verdienen, vor allem bei dieser Sorge, welche mich gegenwärtig bedrückt, hier Anliegen vorbringen. Ich flehe dich an, du Helferin in aller Not. Besiege die Schwierigkeiten, so wie du den Drachen besiegtest, bis er zu deinen Füßen lag. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heilige Martha, bitte für uns. 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 Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.